Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Walking Dead Season 1. Wir waren im letzten Part draußen stehen geblieben. Ich bin drinnen rumsuchen gegangen, ob wir denn nicht was irgendwo liegen lassen haben. Denn ich sehe gerade nichts, wie wir denn die ablenken können, ohne gleich in Gefahr zu kommen. Die Story des Jahrhunderts, hm? Story of the century here, huh? Yeah, wegen dem vom letzten Part. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio. That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. I better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Jo, machen wir. Clem, hast du noch was Neues zu sagen? How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Okay. Gute Idee, dass wir nachgeschaut haben. Jetzt haben wir noch Glenn hier. You know. Back the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. That's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. You let her do it, you know? You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? Mercy, man. I couldn't let her go on like that. We couldn't. You never know. You can't give up hope. I think it was over for her, Glenn. Yeah. What's your next? Das ist leider so. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Oh, yeah. What's your story, Glenn? I deliver pizzas around here. I brought a couple to the Everetts a few times. Sorry. I mean the folks that own this place. Just really good people. It sucks seeing this place like this. Isn't that the truth? Try to get some rest. Yeah, right. Gibt's noch was, das ich mit dir besprechen kann? You rightly? I'm okay. Thanks. Sieht nicht danach aus. Mal gucken, was wir sonst noch anklicken können. The pills are in there. Muss ich vielleicht doch noch mal in diesen Scheißraum? Hust. Ist das denn die Möglichkeit? Habe ich was liegen lassen? Oder nicht mitgenommen? Sieht ganz so aus. Dad told me he bought that TV to watch baseball in here, but I caught him watching his stories more than a few times. That's what I figured. Huh. Luckily, there's nothing I need in here. Ach so, aber reingucken musst du trotzdem, ne? Tja, und jetzt, Doug, ich komme, sofern du noch Doug heißt oder überhaupt Doug heißt. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Ja, von mir aus. Let's have a look around. Okay.
Jetzt habe ich sogar noch vielleicht was, was uns helfen könnte. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? Und was, kannst du das umleiten? Bist du so genial? You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Ha, wie geil ist das denn? Well, fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? That got a few of them to take notice. Na dann. Dann machen wir mal auf. Ich habe da so eine Idee, die vielleicht funktionieren dürfte. Wenn du das schaffst, mach einen Home Run, Alter. Voll in die Möhre. Oh yeah. I'm ready. I'm show it. I'm ready. I know it. Oh yeah. Now's the time. Und wie es Zeit wird. Hinrennen. Ich bin mal weg. Be careful. Keep an eye out, will you? Jetzt wird's spannend. Oh ja, es ist immerhin einer, den er kennt. I got to do this now, man. I got to do this. Einmal. Und noch ein zweites Mal, wenn er noch nicht tot ist. Und noch ein drittes Mal zur Absicherung. Stirb. Brauchst du noch was? In diesem Fall schon. Was denn los? Jetzt auf einmal, ja klar, jetzt sind sie auf einmal um den Nies, klar. Und jetzt auf einmal alle, nö. Jetzt ist das Tor natürlich auch nichts mehr. Und richtig zu tun, tut das auch nicht mehr, der Vollpfosten. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. Got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. Okay. Komm, Schlüssel nehmen, wenn wir ihn schon haben. Haben noch schnell warm was getrunken. Oh. Nee, nicht der Ernst. We gotta hurry. Hey, wir sind hier mit dem Schlüssel rein. Und das hat auch angefangen zu...
Dann hättet ihr es gerade so gut aufbrechen können. Welchen Sinn hat es, wenn man es trotzdem mit dem Schlüssel auf... Muss ich jetzt nicht verstehen. Der eine ist tot und die mit so einem Hackending ist noch am Leben. Na gut, hat nur die Schulter erwischt, aber trotzdem. Die eine kriecht. Wir gehen mal an die Tür helfen. Oh Mann. Gute Schützin. Ach Gottchen, geh zu hier. Raus. Du findest sicher was. Hey. Ihr kommt hier nicht rein. Ne, 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 ne. So hier. Danke vielmals. Der Stock meines alten Papst. Oder Lees alten Papst. Ach nee, jetzt muss ich mich entscheiden. Na, Dark oder Carly retten. Na toll. Leckt mich, ohne Witz. Da mache ich jetzt einfach schon mal Brüherpause, denn wie ich mich entscheiden werde, werden wir im nächsten Part sehen von The Walking Dead. Also seid dabei. Tüdelö.